Familienvater, Unternehmer, Rapper. Was glaubt ihr, um wem würde es in diesem Video gehen? Gold Roger. Hallo Leute, herzlich willkommen zu eurem Lieblingsfettsack auf ganz Social Media. Hoffe ich zumindest für dich, du fette Schwein, dass ich das wirklich bin. Ja, irgendwie schon. Ich bin heute verdammte Scheiße gut gelaunt, aus einem ganz gewissen Grund, Leute. Ich habe es wirklich getan. Die Insider-Info gebe ich jetzt nur dir, ne? Die bleibt doch unter uns. Und zwar ist es wirklich passiert. Nach unfassbar vielen 24-Stunden-Videos, eine Woche Videos, habe ich mich jetzt gewagt, eurem Wunsch nachzugehen und die Steigerung zu tun. Ein Monat nur eine Sache essen. Digga. Und genau das, Leute, wird euch erwarten im Dezember. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen das Projekt beendet und ich schwöre es euch, ich bin fertig. Ich bin tot. Aber das Geile ist, in diesem Video jetzt hier, warum ich auch so freue, ich darf endlich was anderes essen. Und wisst ihr auch was? Und zwar Chicken. Loco Chicken. Aber was ist das? Der Rapper Luciano. Stimmt, habe ich schon von ihm gehört. Ich glaube, er ist der meistgestreamte Rapper in ganz Deutschland derzeit. Und Luciano hat sich dazu entschieden, auf den Markt was zu bringen. Was mich fettsackt und euch fettsackt, hier direkt zum Schnuppern gebracht hat. Und zwar Chicken, beziehungsweise Essen. Mm. Happy Slice hat wahrscheinlich auch von euch jeder mitbekommen. Trimax und Knossi haben über 100 Filialen eröffnet, von heute auf morgen gefühlt. Man kann fast aus ganz Deutschland sich eine Pizza von Trimax oder Knossi bestellen. Das Konzept dahinter heißt Ghost Kitchen. Eigentlich ziemlich simpel erklärt. MrBeast war einer der Vorreiter davon. Problem ist halt, so Läden aufzuziehen, ne? Könnt ihr euch ja vorstellen, ist teuer, Miete, Mitarbeiter, bla bla bla. Aber mit dem Prinzip von Ghost Kitchen kann man das alles ein bisschen umgehen. Das heißt, das sind random Restaurants, die aber dann Waren zugeschickt bekommen. Luciano, Schnossi oder Trimax. Jetzt übertrieben vielleicht ein bisschen, aber so ein random Dönermann auch. Die einfach Chicken von Luciano zubereiten und du kriegst es geliefert. Oder man kann Ghost Kitchen auch anders beschreiben. Kocht wird in einer Ghost Kitchen. Das bedeutet, es gibt keinen Laden vor Ort, sondern irgendeine WG oder ein Dennis kochen das bei sich zu Hause und liefern es dann aus. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das krasse ist, Luciano hat einfach von heute auf morgen, genau wie Knossi und Trimax, 100 Filialen in Deutschland eröffnet. Plus sogar einen echten Store, wo man auch hingehen kann in Berlin. Loco Loco Chicken Club, komm und hol dir deine Tüten ab. Hier merke ich gerade, es gibt noch ein Drive-In in Deutschland. Ich wollte da Loco Chicken besorgen, aber das lief richtig scheiße und ich habe kein Chicken bekommen. Flex, was geht? Herzlich willkommen bei Loco Chicken. Ihre Order bitte. Ich hätte gerne ein Loco Floco Menü. Dazu eine Eistüte. Und vier gebratene Kinder. Bo, 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 hab ich mir notiert. Dann flex mal vor an Windows 2. Warte, Marvin, willst du auch was? War das der Game Master? Och, Alter, jetzt hören wir doch auf. Hier ist Luciano, hier ist kein Game Master. Soll ich den Game Master anrufen? Ja, weißt du was? Wir fahren los. Ernst ehrlich, ne? Immer dieselbe Scheiße. Jedes Mal Game Master hier, Game Master da. Warum eine toxische Beziehung keine Chance hat? Ich habe zwar kein Chicken Drive-In bekommen, aber Musikvideo mit Luciano. Ich bin auf Klo. Ja. Deine Mom. Packt es in eure Playlist. Aber was genau machen wir heute? Ich werde mir gleich bei Loco Chicken Essen bestellen mit euch zusammen. Allerdings, ich mache den ultimativen Vergleich. Nicht nur habe ich es noch nicht probiert und wir testen erstmal, was ist meine Meinung dazu? Schmeckt es nicht? Wir testen uns so ein bisschen durch. Aber wir nehmen Loco Chicken und testen es wahrscheinlich mit dem größten Konkurrenten, den du in Deutschland kriegen kannst, was Chicken angeht. Und zwar KFC. Und heute ist ja ein Probiervideo, beziehungsweise ein Wie-Schmeckt-Video. Wenn ich ganz ehrlich zu euch bin, eigentlich wollte ich ein anderes Wie-Schmeckt aufnehmen. Ich glaube, die Idee wäre nicht so gut angekommen auf YouTube. Wie schmeckt ein Penis? Hättet ihr aber Lust auf ein 24-Stunden-Video? 24 Stunden lang Loco Chicken von Luciano essen. Ich muss sagen, ich lege das einfach mal in eure Hände. Ihr könnt gucken, wie es ist, einen Tag davon sich zu ernähren. Ich könnte die ganze Speisekarte mit. Ich würde sogar extra nach dem Ende des Videos nach Berlin fahren, nach mir über. Weil da ist ja der echte physikalische Store, wo du auch richtig reingehen kannst und essen. Sagen, wenn das Video hier 15.000 Likes hat, mache ich das, ja. Falls ihr aber sagt, nö, leck mich, kein 24-Stunden-Video, dann könnt ihr heute zum allerersten Mal, auch wenn es weh tut, ein Dislike einfach auf mein Video da lassen. Aber an sich tut es nicht so extrem weh. Weil man sieht es ja eh nicht. Genau wie Montes Schwanzgröße. Arschloch. Eine Sache macht mir aber ein bisschen Sorgen. Ich habe wirklich probiert, gar nichts mehr anzugucken. Also irgendwelche Reviews oder andere Leute, die es probiert haben. Aber ich dachte, ey, weißt du was? Du bildest dir einfach deine eigene Meinung. Probierst das Chicken, sagst lecker oder nicht lecker oder halt geil oder geil. Was steht besonders davor und so weiter und so fort. Bin jetzt auf die Seiten gegangen, aufs Lieferando oder Uber. Digga, das Chicken ist unfassbar schlecht bewertet. Da haben wir Loco Chicken, hat 3 Sterne. Aber wenn du die Bewertung guckst, ist das veganes Chicken. Ich hasse Veganer. Was ganz oft kritisiert wird, ist, dass das Essen anscheinend super lange dauert, einfach kalt ist. Falsche Bestellung geliefert, fast 2 Stunden gewartet, das Essen wurde kalt. Pizza kann man ja kalt essen oder was weiß ich. Aber Chicken kalt, Junge, das kannst du eigentlich nicht in den Müll werfen. Selbst das Essen, wenn es lecker ist oder geil ist und du hast ein geiles Konzept, aber diese Ghost Kitchen können das halt verkacken. Weil da hast du erst recht nicht die Kontrolle drüber. Wenn du einen eigenen italienischen Laden hier hast, kannst du halt sagen, okay, hey, wir machen das so, wir machen das so. Aber diesen Ghost Kitchen-Ding kann Mario von Loco Moco kann dir Loco Chicken machen, aber verkackt das halt einfach. Da kriegt das nicht auch nicht hin und liefert es falsch, dann kriegt den schlechte Bewertung. Germany will say. Voilà, der Burger hat nicht geschmeckt. Man muss aber positiv hervorheben, einer hat sich jetzt über den Geschmack beschwert in den Kommentaren. Den Einkaufswagen packen wir natürlich, ne, wie es sein soll, so ein richtig fettes Bucket. Wings werde ich reinpacken. Oh, cool, du kannst den Flavor wählen. Truffle Flavor, Hot Chili Flavor, Garlic Cheese Flavor oder halt gar kein Flavor. Das ist in Amerika auch ganz, ganz groß. Als ich zum Beispiel in Boston war, und das Chicken wird dann mariniert. Oder nicht mariniert, aber halt vielleicht auch gewürzt und so. Ultra geil. Ich habe das beste Chicken meines Lebens in Boston gegessen. So richtig random, ne? Aber aus Boston kommt John Cena.
Loco-Sides oder Special Loco-Sauce. Finde ich geil. Aber Luciano schon gut gemacht. Vor allem diese ganzen Ausdrücke, die er immer macht mit Loco und dies und das. Das erinnert mich gerade voll daran, als ich Luciano mal interviewt habe. Das lief genauso ähnlich ab. Herr Luciano, richtig? Okay. Dann verteilen sich von Tomaten. Distanz. Wow, sympathisch. Du hast ja auch so viel Drip und so, ne? Wie findest du mein Outfit? Deine Ware türkisch Wasser. Ey, was fällt dir eigentlich ein? Ganz ehrlich, wir können das auf eine ganz andere Weise klären. Und zwar mit Jackie plus Cola. Vielleicht manchmal, da geht's nicht mehr durch. Wie findest du eigentlich meine Schwester? Hey. Die Augen sind bad. Und die Tanzstil böse. Sonst, neben dem Chicken, das wir uns bestellen, kriegt man natürlich auch Pommes bestellen oder auch zum Beispiel Potato Pops. So eine runde Dinger und innen drin schmeckt es nach Kartoffel. Und das finde ich aber sehr, sehr geil, dass in Amerika richtig groß ist. Es gibt diese Waffeln mit Chicken. Das haben wir auch in Amerika mal getestet. Das kann man natürlich herzhaft holen oder auch in süß. Aber ich muss echt sagen, 24 Stunden Video wäre schon noch immer möglich. So sieht meine Bestellung jetzt bei Loco Chicken aus für 50 Mäuse. Kein Vergleich mal, KFC ist ja auch nicht gerade so geil bewertet. Aber wir alle wissen, wie geil KFC ist. Vor allem auf Toilette. KFC bestellen wir uns eine Box mit allem drin, damit wir es perfekt vergleichen können. Plus natürlich ein kleiner Nachtisch. Für 3. Warum bestelle ich gleichzeitig? Wir vergleichen ja heute nicht nur die Krispies und die Wings miteinander, wer die besseren hat, sondern wir vergleichen auch, welcher Lieferant ist schneller. Der von KFC oder der von Loco Chicken. Je nachdem, welcher Lieferant zuerst ist, der ist der Gewinner. Und zur Belohnung kriegt ihr meine Schwester. Hört sich erstmal gut an, oder? Uber Eats, Mann, Leute, ist schon gut dabei. Ich muss aber sagen, Lieferando ist auch gut in der Zeit. Bald wird der Lockdown verschärft. Bevor aber das Chicken kommt, reiten wir doch meinen Magen mal auf dieses ultra fettige Erlebnis vor. Oh, mit einem leckeren Süppchen. Und ihr wisst ganz genau, es ist nicht nur irgendein Süppchen. Es ist das legendäre Mayo-Süppchen. Ich habe schon einen Monat diese leckere Mayo-Suppe nicht mehr gegessen. Ein Monat ohne Mayo-Suppe ist wie ein Monat ohne Kuchen-TV-Skandal. Jo, Freunde der Bestigung. Ich bin Luciano eigentlich richtig cool. Ich habe ihn echt früh entdeckt, damals als Ballin rauskam. Das war 2018. Dann war ich sogar 2019 auf einem Konzert bei ihm. Da habe ich doch irgendwie, wenn ich im Handy noch einen Clip finde, blende ich ihn jetzt ein. Hey Luciano, das Konzert ist scheiße. Komm zu mir, Bruder, komm. Mein Lieblingstrack von ihm ist, glaube ich, mehr oder schon chilligen Vibe. Was ich aber so geil an ihm finde, ist die Inspiration. Ist ja 2018, 19 kannte ihn gefühlt schon jeder in Deutschland. Dachte dann so, okay, ne, das ist halt geil. Er hat seine 3 Millionen, 4 Millionen Zuhörer. Kannst du ja eigentlich nicht mehr steigern in Deutschland. Wenn du jetzt 2023 siehst, geile Marketing-Moves durch Songs, die durch die Decke gehen, teilweise geschafft, 8 bis 9 Millionen Zuhörer monatlich zu haben, was für deutsche Verhältnisse gestört ist. Nein, leider schon sehr. Luciano hat schon ziemlich schlau gemacht. Aber jetzt kommt der Mann mit Chicken um die Ecke. Kamst du überhaupt darauf, Luciano Chicken zu machen? Ich bin ein Chicken-Fan und ich habe das jetzt immer nur im Ausland Chicken gegessen, weil es mir da irgendwie besser gefallen hat, weil in Deutschland so die Anbieter, die waren nicht so geil. Lustig, dass er das sagt, weil er kommt aus Berlin. In Berlin gibt es ja Goldies, aber Goldies hat ja auch einen Chickenladen und das Goldies-Chicken ist einer der besten, die in Deutschland gegessen hat. Das gefühlt war so eine Haustür, wenn er in Berlin lebt. Ja, der Horizont war einfach viel kleiner. Der hat gerade aus Belgien angerufen. Flage ich daran, aus Belgien. Wir wissen, wer dran ist. Der Lukaku? La Caca. Aber bevor das Chicken jetzt ankommt, was sagst du dazu, Luciano? Wie findest du, schmeckt das Chicken? Mach mich mal heiß und sag mir, wie du es findest. Aber dieses Chicken ist wirklich knackig, trotzdem zart vom Fleisch her. Das Powder, was da drauf ist, die Soßen dazu, das ist wirklich, ich sag euch das, kommt, bestellt es, testet es und gibt mir einfach recht. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Hier kann ich den Fahrer beobachten, wie er gleich beim Chicken ist und es abholt. Und der Lieferando, Mann, ist aber auch schon jetzt gleich da. Und der erste Lieferant ist da. Und wisst ihr was? Der kriegt sogar 5 Euro von mir. Schönen Tag und tschüss. Das ist immer so ein schönes Feeling. Vor allem als Ex-Lieferando-Mitarbeiter kann ich das so nachvollziehen. Und jetzt mit 5 Euro diesem Mann so was Gutes tun. Der war richtig schlecht gelaunt. Mann, dann hat die Firma die 5 Euro gegeben und du hast dich gesehen, er hat sich wirklich darüber gefreut. Und 5 Euro diesem Mann so den Tag versüßt. Das ist doch was Geiles. Allerdings sagen an alle Loco-Chicken-Squad-Member. KFC war schneller. Boah. 20 Minuten später und jetzt steht sogar noch eine Bestellung mal verspätet. Okay, Update, Leute. Nochmal 20 Minuten Verspätung. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt schon wieder 15 Minuten verschoben. 2,5 Stunden zu spät. Ach du Heilige. Ich muss echt sagen, Luciano, das ist ein Rekord. Flex. Aber das Essen ist jetzt da. Ich hoffe, KFC ist nicht kalt geworden. Zum Glück bin ich ein vorbereiteter Fettsack und habe eine schöne Wärmebox. Erstmal Loco Chick. Kam in so einer richtig dicken Tüte. Ich habe ja auch schon gut was bestellt, ne? Oh, ich hoffe, es ist nicht kalt, ne? Dann wird das Chick gar kein Fall kalt sein. Ach ja, das wird entscheiden, Leute, ne? Ihr wisst, ich bin ein Soßmann. Ich könnte in Soße baden. Und das ist gerade ein Traum für viele. Und bei Luciano werden ultimativ viele Soßen verkauft. Ich glaube, die werden heute auch eine Entscheidung treffen. Ich schwöre, die Soßen können den Win ausmachen, wer besser schmeckt. Nee, ist noch richtig schön warm. Oh, riecht richtig gut. Holen wir die Konkurrenz raus. Oh, die riecht auch nicht schlecht. Der Fight hier. Oh, hier hole ich mein KFC raus. Ist sogar noch warm. Nachtisch habe ich auch 3 geile Soßen. Ah, mit schönen Pommes, Maiskolben, sogar noch Kartoffelbrei. Ich glaube, Loco Chicken sind die ersten, die mal so richtig Konkurrenz vielleicht bieten können. Weil halt einfach extrem viel dahinter steckt. Mega viele Investoren, alles mögliche. Aber jetzt mit 100 Filialen, dazu noch diese Bucket. Habe ich auch nur bei KFC mal gesehen. Ich sage, das Bucket von Loco Chicken nämlich so ein bisschen an Breaking Bad. Wo dieser Gustavo auch bei so einem Chicken gegessen hat. Hat aber ein cooles Design, auch mit diesem Hähnchen drauf. Es ist ja auch so cool angelegt. Finde aber die Schrift auch sehr
sehr cool, muss ich sagen. Loco Chicken, genau in der Schrift hat, finde ich gut. Wie die Verpackung aufgebaut ist, ist ja richtig geil. Du machst es oben auf und dann öffnet es sich wie so ein Geschenk. Aber du kannst es genau wieder zumachen. Du musst nur hier drücken, also hier festhalten oben und dann machst du wieder drauf. Und ich habe einfach unfassbar Bock, es zu fressen. Die KFC schmeckt alles Mögliche. Wissen wir, Fettsäcke. Ich habe ein Video gemacht, wo ich eine ganze Woche KFC gegessen habe. Das Video ist kurz vor der Million. Könnt ihr auch gerne mal reinschauen, was ich gemacht habe. Deswegen probieren wir erstmal Loco Chicken und dann ziehen wir den Vergleich. Digga, ich habe so Hunger, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich freue mich umso mehr, jetzt endlich zu fressen. Neben dem Chicken haben wir hier noch was drin. Ah, diese leckere Waffel. Also, das ist dieses Chicken Waffles. Darauf gehe ich gleich mal detaillierter ein. Dann haben wir hier, die Nachtischwaffel. Die ist aber gut gemacht mit lecker Brownie. Und ich schätze mal, ist die Beilage, diese Potato Bites. Hä? Oh! Okay, soll ich mich jetzt freuen oder bin ich sauer? Also, die haben hier anstatt die Beilage, also diese Potato-Dinger, die ich euch gesagt habe, diese runden Dinger, haben die mir einfach zweimal eine Schokowaffel geliefert. Also, an sich ist es immer geil, aber der Schoko gerne Beilage haben. Aber komm, kann ich drüber wechseln, kann passieren. Wir haben super viele Dip von Garlic-Mayo, Knoblauch-Mayo zu Harissa-Mayo, ein Schärfer, Rosmarin-Ketchup, Rosmarin und Chili-Sauce. Wow, dieser Schaf, bevor ich jetzt irgendwas hier dippe, mache, gönne ich jetzt erstmal das Chicken. Oh, hab ich Bock drauf. Cool ist, du kannst Flavor nehmen, aber in der 3 zur Auswahl. Ich habe jetzt Cheese Garlic genommen, also Käse, Knoblauch. Das riechst du. Erster Biss, ich glaube, das ist ein Hot Wing, also mit Knochen. Das geht ja richtig rein, also einfach richtig in den Mund verschwunden gefühlt. Das schmeckt vom Garlic, vom Käse leider nur so ein bisschen, was? Das schon, ist es da, aber ich hätte es mir noch intensiver gewünscht. Chicken schön knusprig. Oh, lass mich mal genießen, Leute. Willkommen aus dem Essen. Jetzt 4 Stunden gefühlt auf das Essen gewartet. Es macht Spaß. Oh, Digga, ich brauch den nächsten hier. Aber ohne Knochen. Also Fleisch vom Knochen, schön zart, ging schnell in meinen Mund rein, ist gefühlt durch meinen Mund geflutscht nach unten. Was der Panade so ein bisschen fehlt, ist, was bei KFC wahrscheinlich besser sein wird, ist die Intensität. Hier hast du ja diesen Garlic, Knoblauch, Käse-Flavor, was irgendwie cool ist und eine geile Abwechslung. Aber da hätte ich mir irgendwie eine stärkere Würzung gewünscht. Also, das ist ein geiler Geschmack, aber stärker. Meine Knochen sind meine Liebsten, auch bei KFC. Bitte mach das immer. Ich muss sagen, Knochen nervt mich manchmal, weil ich einfach reinbeiße und esse. Weißt du was? Ja. Wir nehmen jetzt direkt die vom KFC vergleichen mal. Bei erster Eindruck, so Ghost Kitchen als mögliche. Gleich werden Dips ausgepackt. Ich weiß ganz genau, dass ihr Fettsäcke genau wie Dip-Liebhaber seid, weil alles schmeckt besser mit einer Soße. Erstmal clean testen und dann machen wir den Soßentest. KFC. KFC ist halt einfach, sag ich mal, Großfläche. Die haben mir so eine schiene Box gegeben. Ich habe einmal ganz normale Filet-Bites. Das ist das Ding. Ich hab direkt gegessen, hab direkt eine KFC-Würzung gemacht. Meine liebsten Crispy. Die sind so geil, Alter. Was rein? Du hast so einen geilen KFC-Geschmack, der. Auch wenn ich KFC mag, die Soße macht KFC auf jeden Fall besser. Aber so jetzt fällt auch bei Luciano sein. Gucken wir gleich. Direkt Vergleich. Das ist ein Hot Wing. Mit Knochen. Obwohl KFC jetzt so lange warten musste auf Loco Chicken, schmeckt es immer noch sehr, sehr lecker. Zum Glück noch warm geblieben dank der Wärmebox. Beide lecker. Beide sehr, sehr lecker. Ihr merkt schon, richtiger Genuss hier, Alter. Ich probier's aber wirklich zu vergleichen. Ich habe jetzt einen Hot Wing gegessen von KFC. Tauschen wir direkt mal. Essen bei Luciano so einen fetten Hot Wing. Der hat ja richtig Power. Kannst du mal sagen, Hot Wing Battle, beide Bock. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, Loco Chicken hängt KFC wirklich gerade nichts hinterher, was die Hot Wings angeht. Vor allem durch die Flavor. Flavor könnten richtig entscheidend sein. Dieser Garlic Cheese Flavor gefällt mir richtig gut. Blöd ist, meine Crispies von KFC sehen zwar ein bisschen schlechter jetzt aus, weil die hat einfach jetzt ein bisschen in der Wärmebox gewartet haben. Weil Loco Chicken, das war ein Move. Das war ein Business Move. Sie haben gewusst, dass ich das Video hier mache. Hat schön KFC warten lassen. Ja, nein. War das Loco einfach knuspriger, weil es gerade frisch ist. Dann ging das KFC. Da fehlt das gerade der Knackpunkt. Was ich mir sehr freue, Jan hat da anscheinend doch hat keinen Scheiß daraus gebracht. Obwohl die Bewertungen teilweise anders gesprochen haben. Ganz ehrlich, für ein Loco Chicken muss ich überhaupt nicht verstecken. Aber jetzt der Soßentest. Weil die Crispy ohne Knochen der Sweet Imperial Soße bei KFC unbezahlbar. Wahnsinnig geil. Also, boah, ist das ein Mega-Dip. Wenn du den hier reindippst, ne? Boah, das ist ein Erlebnis, du Schwein. Boah, das KFC geil dann. Was kann der beste Dip von Luciano? Am meisten spricht Garlic Mayo an, weil ich ein kleiner Mayo-Junge bin. Den dippen wir jetzt mal so richtig geil hier rein. Boah, Alter. Luciano. Boah, warum ist dieser Dip so lecker? Natürlich Sachen gemacht, die nicht so erlaubt sind. Seine Sache machen, aber die dürfte keinem weitererzählen, ne? Okay. Stell dir vor, dem jetzt von Luciano ein Chicken Stück und dip es einfach mal die Sweet Imperial Sauce von KFC. Nein. Oh doch. Boah, das kommt da rein. Sehr, sehr geil. KFC passt wirklich besser zu der Soße. Lass, wir tauschen mal. Gib einfach mal KFC in Lucianos Knoblauch-Mayo rein. Oh, geil. Beide haben geile Dip. Beide haben eine geile Würze. KFC hat ihre einmalig geheime Panade. Bei Luciano kannst du zwischen 3 Flavoren wählen. Garlic Knoblauch hat mich gerade sehr geil gemacht. Aber was mit den Beilagen? Na gut, wir haben eine Beilage bekommen, die vergleichen können. Also ich habe ja von KFC, hab ich jetzt hier Pommes. Die sind aber echt schon ein bisschen kalt geworden jetzt. Ja, kalte Pommes. Da habe ich kein KFC jetzt nicht. Pommes bei KFC sind keine Welt, sind aber auch nicht schlecht. Eine bei KFC als Beilage, würde ich sagen, was ein bisschen raussteht, ist auf jeden Fall der Kartoffelbrei. Der macht auf jeden Fall echt sehr, sehr Spaß. Vor allem mit dieser Soße drauf. Boah, der ist lecker. Und was ich bei KFC sehr, sehr gerne mache. Selber Maiskolben. Oh, ich liebe Mais. Meine Mutter bei Mais macht, freue ich mich mal richtig. Schön saftig, schön süß.
Was kann Luciano vielleicht bringen? Bei Luciano gab es ja auch diese Potato Balls. Die habe ich ganz cool geworden, die so reinzuwerfen. Plus, die haben ja auch Pommes. Hey, das habe ich nicht bekommen. Perfekt. Aber ich habe hier Chicken Waffles bekommen. Das heißt, das ist eine Waffel. Moment, kennt also ihr seht, es ist eine Waffel. Plus oben drüber ist Chicken. Und das nennt man Chicken Waffles. Amerika wird das sehr, sehr gerne zum Frühstück gegessen. Ah, ihr denkt wahrscheinlich, du spinnst jetzt. Aber doch, die Amerikaner, ach, ich bin doch real. Komischerweise schmeckt es aber ganz geil. Süß und herzhaft in einer Kombination. Ich habe es in Amerika probiert, hast bestellt, Digga. So ein Batzen Chicken, so irgendwie so 7 Waffeln. Konntest du selber so kombinieren. Das Coole ist bei Luciano, du hast da halt schon Soßen drauf. Dann hast du noch Käse drauf bekommen. Wurde echt schön gemacht. Oh, das wird ein Gekleckert. Soll die Waffel kalt sein? Oder ist die Waffel kalt geworden? Das Chicken ist heute auch ein bisschen kalt. Ist das am Lieferanten oder soll das so sein? Waffel ist sehr, sehr süß. Hat gar nichts Süßes drauf, aber schmeckt richtig zuckrig. Die Soßen sind geil. Der Käse schmeckt auch geil. Schmeckt sogar lecker, obwohl es kalt ist. Ich glaube, wenn es warm sein soll, würde es sogar vielleicht noch besser schmecken. Ey, mein Soßen, lieber mich fett, sag so rum. Bei KFC gibt es leider nur diesen Cookie. Bei unserem Loco Squad Gang Mitglied kriegt man eine Waffel. Sind noch kleine Brownie-Stückchen. Ist das Raffaello? Und alles noch mit Schokosoße. Leider haben die mir 2 Waffeln geliefert. Ich will mich gar nicht über Süßes beschweren. Aber ich hätte gerne die anderen Beilagen gehabt. Boah, geil. Der Keks bei KFC zerbröselt schon. Der Wärmebox war. Da ist ein Fertigkeks. Der ist jetzt nicht so was Besonderes. Der ist sehr geil. Okay. Hat wirklich Subway-Niveau. Richtig lecker. Jetzt mal Loco Chicken im Vergleich. Alter, das ist wieder eine richtig fette Waffel. Wieder alles kalt. Ich glaube, es soll kalt sein. Ich sehe schon, was ich glaube bei dieser Waffel ist. Ich glaube auch nicht, dass es gerade hier frisch zubereitet ist. Beziehungsweise kennt ihr diese Waffel? Die haben wir doch schon richtig oft gegessen. In genau der Form. Und die waren immer ultra zuckrig. Das würde genau zu der passen. Aber vielleicht schmeckt sie ja in Kombination mit dem Brownie-Teilen und dem Raffaello. Ich hab grad von allem was bekommen. Ich mal Brownie von der Waffel und von Raffaello. Waffel bockt überhaupt nicht mit den Brownies und Raffaellos. Es ist einfach so, ja, wir klatschen mal ein bisschen Süßigkeiten zusammen und wir sagen, das finde ich nicht so geil. Aber sonst bin ich wirklich von Loco Chicken überrascht. Vielleicht könnte es im Laden anders schmecken. Geh ja vielleicht nochmal zum richtigen Laden. Das werden wir sehen, je nachdem, wie ihr die Likes raushaut. Wie ihr Bock auf das Video habt, aber krieg mal Bock. Ne, für ein Bestellschick. Das ist wirklich, finde ich, stabil, Digga. Kann ich empfehlen, wenn es warm und lecker bei euch ankommt. Mal gucken, ob es das letzte Loco Chicken war. Ihr entscheidet es ja mit 15.000 Likes. Würde ich noch ein 24-Stunden-Video draus machen, extra nach Berlin fahren und so weiter. Und so. Ihr Loco-Schweine, lasst super, super gerne auch noch ein Abo da, falls ihr noch nicht da gelassen habt. Und wir sehen uns einfach nächsten Sonntag um 20 Uhr wieder. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.